Hey Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Meteofallen-Kanal. Und falls ihr euch wundert, heute mal nicht mit dem nächsten Teil von unserem 24-Stunden-Biotop-Dokumentationsprojekt. Falls ihr nicht wisst, was es geht, schaut mal da oben nach. Da haben wir 24 Stunden an einem Biotop verbracht, um mal zu zeigen, was für Auswirkungen invasive Arten auf unsere einheimischen Tiere haben. Aber darum soll es heute nicht gehen. Die nächste Folge kommt nächsten Sonntag. Heute geht es um unsere Outdoor-Aquarien. Da gibt es nämlich ein bisschen was Neues. Ich habe euch ja gesagt, ich halte euch auf dem Laufenden, wie das Ganze jetzt hier weitergeht. Ich zeige es euch mal ganz kurz. So, also das Aquarium steht jetzt seit ja, knappen 2 Wochen im, sagen wir mal, kalten. Ich will mal schon mal da rein. Alles, was da drin ist, sind nur noch einheimische Fische, wie ihr da seht. Die ganzen blinden Höhlensalmler, die habe ich alle rausgefangen und die sind alle oben bei mir im Studio. Zeige ich euch mal ganz kurz. Ja, die blinden Höhlensalmler, wie ihr seht, sind jetzt hier drin in meinem 90p. Sorry hier auch hier für die Spiegelungen, aber ja, es soll ja einfach nur zeigen, dass die Fische da drin sind. Die habe ich ja, im Laufe der Woche hier mit der Fischfalle, mit der selbstgebauten, rausgefangen und habe die dann nach und nach hier reingesetzt. Und ihr seht selbst, denen geht's gut. Die haben hier auch ein schönes, ja, höhlenmäßiges Layout drin. Und ja, darüber werde ich ja schon mal ein Video machen. Speziell über die blinden Höhlensalmler würde ich sagen, wenn ihr da Bock drauf habt, schreibt es mal in die Kommentare. Ja, wenn wir schon gleich hier oben im Studio sind, kann ich euch auch noch mal ein ganz kurzes Update von den Schleimis geben. Ich schmeiße einfach mal ein bisschen Futter rein. Ihr seht, die Grünalgen haben wieder ein bisschen zugenommen. Ich habe die Kur mit dem Masterline Carbo jetzt erstmal ein bisschen sein lassen. Aber hier an den Steinen sieht es super gut aus. Die Tiere sind auch schön gut gewachsen. Ich habe es jetzt nicht sauber gemacht vor dem kurzen Clip hier, den ich euch mal einblende. Aber die sind schon ein ganz schönes Stück gewachsen. Und ihr seht, immer noch topfit und vital. Da werde ich demnächst auch nochmal ein neues Update-Video machen, wenn die jetzt noch ein Stückchen mehr gewachsen sind und ja, wenn jetzt die Algen dann komplett auf dem Rückzug sind. Aber hierum soll es ja heute nicht gehen, sondern um das Outdoor-Aquarium. So, sagt Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und ja, heute wollen wir mal ja, so ein kleines Update, wie gesagt, von den Pflanzen geben. Also von der Vitalität her, von den Ludwigia ist eigentlich alles noch ganz gut. Sieht immer noch so aus wie vorher. Schön gesund. Dann hier unsere Minze ist auch noch super schön weitergewachsen. Also es hat sich bis jetzt noch nichts wirklich Negatives ergeben, außer so ein bisschen hier von der Lysmatia. Das kann aber auch sein, weil der Wasserstand ein bisschen gesunken ist, dass es deswegen ein bisschen wenig ist. Ja, hier oben sieht es auch nicht wirklich schlimm aus gerade. Also ich würde sagen, da hat sich noch nicht sehr viel verändert. Was sich aber verändert hat, ist, dass ich von der Firma Sera, Moment, ich zeige es euch mal ganz kurz, 2 Heizstäbe zugeschickt bekommen habe. Und ja, wir haben ja vor, dass in dem Aquarium eigentlich nur verhindert werden soll, dass das Ganze einfriert. Ich habe hier übrigens auch noch den Belüfter mit reingehängt. Ja, und ich werde jetzt mal den 25 Watt Heizer hier mit reinhängen. Und zwar hier hinten an dem Pumpenschacht. Und das getaktet über eine Zeitschaltuhr. Das heißt, dass der, keine Ahnung, in der Stunde immer mal 15 Minuten angeht. Und einfach ein bisschen warmes Wasser jetzt hier in das Aquarium reinpumpt, dass es halt verhindert, dass es halt zu kalt wird und ja, einfriert und die Scheibe platzt. Ob das Ganze funktioniert, das werden wir sehen. Ah, da hinten sind sogar die Bitterlinge und die eine Rotfeder, was da noch drin ist. Ja, das werden wir jetzt erstmal machen. Und dann schauen wir mal, was unser Balkonkraftwerk, was übrigens immer noch hier oben steht, an Leistung aktuell bringt und ja, inwieweit das Balkonkraftwerk die Heizer hier abfängt. Das schauen wir jetzt erstmal. Also wir werden jetzt erstmal, ich denke mal, den 25 Watt Heizer reinmachen, weil ich bin der Meinung, das reicht eigentlich, um das Ganze ja, frostsicher zu machen. Oder was meint ihr? Schreibt es gerne auch mal in die Kommentare. Das machen wir jetzt erstmal. Gut, was ich jetzt zuerst mache, ist erstmal ein Thermometer reinhängen, um einfach mal zu schauen, was wir jetzt überhaupt an Temperatur hier aktuell haben. Was wir auf jeden Fall haben, ist ein kleines Algenproblem, wie ihr da seht. Da werden wir jetzt auch erstmal so ein bisschen was rausholen. Das ist wahrscheinlich dadurch entstanden, weil ich von hier drüben, von dem Aquarium, was ziemlich veralgt war, die Sachen hier rüber geholt habe, wie zum Beispiel die Krebsschere hier. Da holen wir jetzt hier mal den Algenbüschel ein bisschen raus. So. Weg damit. Gut, aber ja, wir wollen ja sowieso schauen, wie sich das Ganze entwickelt jetzt mit der Zeit. Also Wassertemperatur dürften wir so wahrscheinlich um die 10 Grad haben, 10 bis 11 Grad. Wir warten nochmal einen Augenblick ab. Und unter die 10 Grad sollte es jetzt eigentlich ja, nicht sein oder sagen wir unter 5 Grad sollte es nicht sinken. Ihr seht ja auch, die Fische sind noch ziemlich aktiv, auch ziemlich neugierig, was das Ganze hier angeht.
Ich glaube, die sind ganz schön getriggert hier von dem roten Bobble an dem Thermostat. Ja, okay. Auf jeden Fall haben wir, ihr seht es ja selbst, um die 10 Grad hier drin. Gut, dann. Ich überlege gerade, ob ich den Heizer vielleicht sogar hier dran mache. Dann habe ich den so ein bisschen noch im Blickfeld. Und es wird ja trotzdem das warme Wasser gut verteilt. Ich glaube, ja, wir machen das so. Wir hängen den Heizer hier vorne rein. Dann habe ich den ein bisschen im Sichtfeld. Sorry für die ganzen Spiegelungen wieder. Ihr kennt es ja. Das ist hier so ein bisschen tricky zu filmen. Aber egal. Wir machen jetzt den Heizer hier rein und stellen mal die Zeitschaltuhr auf, dass der, ja, keine Ahnung, eine Viertelstunde in jeder Stunde angeht. Gut, dann packen wir das Ding mal aus. Das ist wie gesagt ein Heizstab von Sera. Vielen Dank an Sera nochmal für die Unterstützung bei dem ganzen Projekt. Die haben ja nicht nur den Heizstab hier zukommen lassen, sondern auch die Lampen, die ihr hier oben seht, die für Outdoor super geeignet sind, weil die halt auch wasserdicht sind. Gut, dann haben wir jetzt hier den Heizer. Der hat sogar hier so einen Schutzkorb nochmal, dass sich die Fische nicht dran verbrennen. Ja, ich werde das Ganze jetzt mal zusammenbasteln und dann machen wir das Ding mal rein. Na, komm raus. Einmal. Zweimal. Wie gesagt, die 25 Watt, ich schätze mal, dass die wirklich ausreichen. Ansonsten müssen wir halt ein bisschen upgraden, müssen halt die etwas stärkere mit 50 Watt da einbauen. Gut. Einmal. Zweimal. Und den hier noch dran. Dreimal. Gut. Das war jetzt ein bisschen nah, aber egal. Den haben wir jetzt fertig. Den hänge ich, wie gesagt, hier vorne mal dran. Ist da eigentlich noch eine Temperaturanzeige dran? Weiß ich jetzt gar nicht. Na, wir schauen mal. Okay, also ich habe den jetzt auf volle Leistung gestellt. Den werden wir jetzt mal hier vorne dran machen. Also ich will den genau hier hin machen, wo der Belüfter auch sitzt. Ah, sorry, dass ich jetzt hier so ein bisschen blöd filme. Ich denke mal so, lassen wir den jetzt erstmal hier drin. Und jetzt takten wir den mal über eine Zeitschaltuhr. So, Zeitschaltuhr ist auch hier. Wundert euch nicht, ich habe jetzt keine für außen genommen. Das ist ja eh hier geschützt, also von daher passiert da auch nichts. Und wir werden jetzt die Zeitschaltuhr so einstellen, dass wir jede Stunde einfach mal eine Viertelstunde die Heizung laufen lassen. Und dann mal gucken, was das Ganze für Auswirkungen hier auf die Temperaturen hat. Ich werde mir wahrscheinlich auch noch ein Thermometer holen, was ich über Bluetooth abrufen kann, um die Temperatur vielleicht auch auf dem Smartphone zu überwachen. Wenn jemand da eine Idee hat für ein gutes Produkt, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Gut, jetzt machen wir erstmal die Zeitschaltuhr und dann gucken wir mal. So, also eingestellt ist das Ganze jetzt und jetzt hängen wir das mal dran. Dann schauen wir mal, ob das Ganze auch funktioniert. So, angeschlossen ist es. Jetzt noch den Stecker rein. Gut. Und ich bin der Meinung, dass das auf jeden Fall ausreicht, um das Ganze hier auf jeden Fall eisfrei zu halten. Wir schauen jetzt mal auf die Temperatur. Ich werde das Ganze mal so ein bisschen laufen lassen. Ah ja, guck mal, wir haben 9 bis 10 Grad ungefähr. Und so soll es ungefähr auch bleiben. Ich schätze mal, das kriegen wir eigentlich, glaube ich, ganz gut hin mit dem, was wir da jetzt gerade gebastelt haben. Das Gute ist halt, dass der Heizer hier direkt an dem Sprudelstein, an den Ausströmersteinen ist, weil das warme Wasser steigt nach oben, wird dann hiermit verteilt und verteilt sich dann hier im ganzen Aquarium. Ich denke mal, das ist somit die effektivste Möglichkeit, das Ganze zu betreiben. Ja, das werden wir jetzt mal hier ein bisschen laufen lassen und werden mal schauen, was der Stromverbrauch jetzt eigentlich sagt, wenn das Ganze hier läuft. Das blende ich euch jetzt mal kurz ein. Also ihr habt es gerade gesehen, 39 Watt, wenn der Heizer an ist und 11 Watt, wenn nur die Pumpen laufen. Das heißt, also nachts über passt es auf jeden Fall, dass unser EcoFlow-Akku das Ganze betreibt, schätze ich mal. Also gehe ich mal stark davon aus. Und tagsüber haben wir wohl den Strom dann hier von unserer Balkonkraftwerkanlage. Gut, ich werde das Ganze jetzt hier erstmal wieder zumachen. Autsch! So, wir werden das Ganze mal laufen lassen und werden auch mal gucken, wie sich später die Temperatur entwickelt. Wir haben jetzt, ihr seht, 9 Grad. Ich werde in so 2-3 Stunden das Ganze mir nochmal anschauen, wie viel Grad es dann hat. Und dann natürlich auch Protokoll führen für die nächsten Wochen. Gut, das machen wir jetzt erstmal wieder zu hier, mein Kabelsalat. Und dann gehen wir mal ganz kurz hoch zum Balkonkraftwerk. Da muss ich euch nämlich auch noch ein bisschen was zeigen und erklären. Jetzt machen wir erstmal hier wieder alles zu.
So, kurzer Zeitsprung. Es ist heute der nächste Tag, also ein Tag ist jetzt vergangen. Und ihr seht, die Temperatur ist immer noch so bei 9 Grad ungefähr. Das heißt, es scheint stabil zu sein von der Temperatur her. Klar, das ist jetzt nur 24 Stunden ungefähr her, aber ich denke mal, ja, wir werden in 2 Wochen sehen, ob sich die Temperaturen stark verändert haben, beziehungsweise ob die stark geschwankt haben oder nicht. Gut, und jetzt geht's weiter mit dem Tag vorher. Okay, also das Ding hier ist zu, das läuft und ja, jetzt gehen wir mal kurz hoch. So, hier oben an unserer Balkonkraftwerkanlage. Wie schon gesagt, ich bin noch nicht dazu gekommen, das Ganze hier oben aufs Dach drauf zu machen, aber es funktioniert hier auch schon mal ganz gut. Ich zeige euch kurz eine Statistik von den letzten 2-3 Tagen, weil da war das Wetter ja mehr oder weniger so wie heute, also bewölkt und nicht wirklich sonnig. Aber schaut mal hier, ja, die Werte sind jetzt von heute, also heute Morgen um 9 Uhr ungefähr, hat schon angefangen, da hatten wir ungefähr 39 Watt, was wir erzeugt haben. Das heißt, das hätte vollkommen ausgereicht, um das Aquarium mit dem Heizadapter zu betreiben. Also können wir tagsüber, auch wenn es bewölkt ist, so wie es jetzt heute auch ist, ihr seht es ja selbst, es ist kein schönes Wetter, können wir ja, die Kosten auf jeden Fall damit abfangen, die entstehen durch den Heizer und durch die Pumpen. Wie es mit den Lampen aussieht, das müssen wir mal schauen, da reicht es wahrscheinlich nicht aus. Aber wir können auf jeden Fall schon mal den Stromverbrauch deckeln für das, was wir jetzt da betreiben. Ja, ich würde sagen, im nächsten Video, was wir dann hier machen, werden wir auf jeden Fall das Ding oben aufs Dach machen, weil das haben wir jetzt noch nicht gepackt. Und da werden wir dann auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Ausbeute haben, was Sonnenenergie angeht, weil ihr seht es ja selbst, das Ding steht jetzt zwar in der Sonne, aber nicht hundertprozentig. Und da oben wäre es halt eigentlich hundertprozentig in der Sonne. Also die Anlage von Ecoflow schon drauf, ich weiß nicht, ob ihr es seht. Und die werden wir einfach daneben setzen. Gut, jetzt gehen wir mal in die Ecoflow-Anlage und schauen da nochmal nach, weil der Speicher, der hängt ja sowieso schon die ganze Zeit hier dran. Der ist hier drin. Da schauen wir mal, was haben wir jetzt hier noch an Restspannung. Wir haben 42%. Das wird sich jetzt über den Tag hindurch wird sich das wieder auf 100% hochladen. Und dann haben wir für nachts genug Energie, um das Ganze über die Nacht zu versorgen. Das werden wir dann aber separat nochmal austesten, ob das aber wirklich reicht. Aber ich gehe stark davon aus, dass es auf jeden Fall ausreicht, um das Ganze abzufangen. Gut. Ja, den Link zu der Balkonkraftwerkanlage packe ich euch auf jeden Fall mal in die Videobeschreibung. Dann könnt ihr mal nachschauen. Das ist eine recht günstige Anlage. Made in Germany sogar. Und die Firma Balkonstrom werde ich auch demnächst besuchen gehen. Ich habe schon mit denen telefoniert. Es wird auf jeden Fall noch dieses Jahr stattfinden, dass ich zu denen ins Werk fahre und ja, dort mal ein komplettes Video für euch drehe und euch mal so alles erzählen lasse, was so ein Balkonkraftwerk kann, für wen das genau das Richtige ist und so weiter und so fort. Wenn euch das interessiert mit dem Balkonkraftwerk, schaut mal in den ersten Link in der Videobeschreibung, da kommt ihr direkt zu dem Produkt. So, das war jetzt ein kurzes, aber knappes Video, um euch einfach nur mal ein Update zu geben, wie es jetzt hier weitergeht. Ich würde sagen, so in 2 Wochen habe ich dann ein paar mehr Erfahrungswerte, wie das Ganze jetzt hier mit der Heizung funktioniert hat. Und ich denke mal, die Temperaturen werden jetzt noch weiter runtergehen. Deswegen, ja, in 2 Wochen gibt es dann wahrscheinlich das nächste Update. Und da werden wir dann schon ein paar Messwerte haben, wie das Ganze funktioniert. Und ob der 25 Watt Heizer, den wir jetzt drin haben, ob der ausreicht. Oder ob wir doch upgraden müssen auf einen 50 Watt Heizer. Wie gesagt, es geht ja eigentlich nur darum, dass wir halt die Temperatur ja, unter dem Gefrierpunkt bzw. unter oder über 5 Grad plus halten. Dass das ganze Ding halt nicht einfriert. Ich denke mal, das wird auf keinen Fall passieren, weil erstens mal steht es hier ziemlich nah an der Hauswand und zweitens mit dem Heizer dürfte da jetzt eigentlich echt ja, das Ganze, glaube ich, so funktionieren, wie wir uns das gedacht haben. Kurze Frage an euch noch. Wenn jemand eine Idee hat für ein ja, Bluetooth- oder Wi-Fi-betriebenes Messgerät für die Temperatur, so ein Eiswarner oder sowas, schreibt es mir gerne mal in die Videobeschreibung, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Dann schaue ich mir das mal an und werde mir wahrscheinlich sowas auch noch zulegen, dass wir halt eine bessere Überwachung haben, dass wir das Ganze halt in Echtzeit auch überwachen können. Und wenn mal wirklich das Ganze zu kalt werden sollte, dass wir dann halt eingreifen können. Dann würde ich sagen, war es das eigentlich mit dem Video. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und ja, schaut auf jeden Fall mal bei dem 24-Stunden-Biotop-Projekt vorbei. Das war nämlich ein ziemlicher Aufwand, das Ganze zu schneiden. War eine ziemlich lustige Aktion, aber auch eine sehr ernste Aktion. Deswegen schaut mal in die Videobeschreibung, da ist das Ganze nochmal verlinkt. Und ich bin raus für heute und wir sehen uns dann am Sonntag wieder. Macht's gut, bis dann und tschüss.